Was ist das Ziel deiner Makler-Webseite? Oder anders gefragt, was ist eigentlich das richtige Ziel einer Webseite? Ich werde immer wieder gefragt von Kunden, von Interessenten, ey, ich brauche eine Webseite, ich brauche eine Visitenkarte für mein Unternehmen und da ist ja die Webseite genau das Richtige. Also zuallererst einmal möchte ich dir sagen, wenn du eine Visitenkarte brauchst, dann nutze einfach auch eine Visitenkarte, weil die Webseite hat zwar den Seitennutzen, das ist auch eine Visitenkarte oder besser gesagt, die Darstellung deines Unternehmens als Online-Präsenz ist. Aber die Makler-Webseite ist viel mehr als einfach nur eine Visitenkarte. Die Makler-Webseite ist vor allen Dingen mal vom Ziel her das Allerwichtigste, dass du einen Besucher, der auf deine Webseite kommt, auch zum Interessenten machst. Das ist das allerwichtigste und oberste Ziel einer Webseite. Denn wenn man jetzt sagt, das ist eine Visitenkarte, dann haben sehr viele Immobilienmakler die Idee, unheimlich viel auf die Seite draufzupacken. Oder andere auch einfach unheimlich wenig. Aber wenn wir das falsche Ziel haben, dann ist das, was in der Folge passiert, auch leider oftmals auch falsch. Deshalb sollten wir sehr genau überlegen, was ist das Ziel. Denn wenn wir sagen, wir wollen den Besucher in Interessenten verwandeln, dann richten wir uns schon ganz anders aus. Weil wir wollen doch auch ein Angebot machen. Wir wollen doch auch ein sogenanntes Offer demjenigen, der auf unsere Webseite kommt, machen. Und da ist auch schon so eine kleine Problemstellung oder Herausforderung, gerade speziell auf den Makler-Webseiten. Ich möchte dich mal kurz abholen und wir fliegen mal ganz kurz nach Amerika rüber. Denn in Amerika oder in anderen Ländern dieser Welt ist das Ziel der Webseite wesentlich deutlicher und einfacher. Nämlich dort will der Makler in der Hauptsache Immobilien verkaufen. Und in Deutschland war ja viele, viele Jahre der Hauptengpass, das Rekrutieren bzw. Akquirieren neuer Immobilien. Also haben viele Makler versucht, eben sozusagen den Verkäufer zu adressieren oder den Verkäufer zu akquirieren. Und das ist in zum Beispiel Amerika komplett anders. Da richtet sich alles auf Objekte aus. Und genau das ist auch das, was das Hauptthema ist in Deutschland. Das haben nur leider Gottes viele Immobilienmakler von der Challenge her noch gar nicht erkannt bzw. noch gar nicht gemeistert. Denn der Engpass ist oder sind Objekte. Also ist es sehr, sehr wichtig, dass du natürlich viele Objekte auf deiner Webseite hast. Da will ich aber gar nicht so intensiv drauf eingehen, sondern der Punkt ist, du hast eine Immobilienseite, du bist Immobilienmakler, also sind natürlich auch Immobilien extrem wichtig. Da ich aber hier auch schon auf dem YouTube-Kanal dazu andere Videos gemacht habe, will ich da gar nicht so tief drauf eingehen. Also das Ziel bedeutet, wir wollen den Verkäufer vom Besucher zum Interessenten machen. Also müssen wir ihm natürlich auch entsprechende Angebote dahingehend unterbreiten. Und wir wollen den Käufer dazu animieren, dass er Anfragen auch über die Webseite macht. Und das ist letztendlich das Allerwichtigste, was du im Blick hast. Denn was du wirklich vergessen solltest im ersten Schritt ist, dass es eine Visitenkarte ist im Sinne von ich bin der und der und das mache ich. Denn wenn du mal ganz genau hinschaust, ist das etwas, was die meisten Leute, die auf eine Webseite draufgehen, gar nicht wirklich interessiert, wer du bist oder was du machst. Weil eine Sache vergessen viele Immobilienmakler. Derjenige, der das Objekt hat, hat die Macht. Also hast du keine Objekte, hast du auch keine Macht. Also das heißt, wenn dein Makler in der Stadt, dein Nachbar oder dein Wettbewerber, dein Konkurrent
Wenn der mehr Objekte hat, wird der immer die besseren Karten haben als du. Der wird auch mehr Objekte bekommen, der wird mehr Verkäufer ansprechen und der wird natürlich auch besser verkaufen, weil er eben mehr Objekte hat. Ja? Also das heißt, dann kannst du noch so eine coole Webseite haben und noch so ein toller Hecht sein am Ende des Tages. Hast du keine Objekte, dann wirst du am Ende des Tages schlecht oder schlechter dastehen als deine Konkurrenz. Deshalb ist gar nicht so entscheidend, wer du bist oder was du machst. Das könnte man sagen, okay, Personal Branding, ja, natürlich ist das wichtig. Aber da kann, sagen wir mal, der größte Depp wird mehr Objekte ranholen, wenn er überhaupt Objekte auf seiner Webseite hat. Also was du verstehen musst, ist, dass die Quantität, also in dem Fall die Anzahl der Objekte, wichtiger ist als die Qualität. Also Qualität bedeutet jetzt, du bist ein toller Typ und du siehst gut aus, ja, du hast einen tollen Anzug an, hilft aber nichts, wenn du eben keine Objekte hast. Oder eben umgekehrt, wenn du dir unheimlich viel Arbeit machst mit allem Möglichen, also sozusagen absolute Perfektion im Blick hast, aber der andere, der haut ein Objekt nach dem nächsten raus. Der wird am Ende erfolgreicher sein. Denn die Quantität steht vor der Qualität. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wenn der nur Blödsinn machen würde, würde der keine Objekte bekommen. Also ich hoffe, du kannst gut nachvollziehen, was ich meine. Also zuallererst mal steht, dass du überhaupt nach draußen was raushaust, damit die Leute sehen, dass du eine Kompetenz hast. Ja, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. So, heißt also, Personal Brand oder überhaupt Branding ist natürlich wichtig. Du darfst aber nicht davon ausgehen, dass deine Brand über allem steht, wenn du eben nicht das lieferst, was die Leute draußen wollen. Also Objekte für Käufer und Objekte für Verkäufer. Denn Verkäufer werden sich auch an den Objekten orientieren, die du auf deiner Webseite hast. Hast du also nichts, bist du nichts. Das musst du verstehen. Also muss der Hauptfokus sein, da richtig nach vorne zu gehen. Ja, und richtig, richtig viel im Vorfeld auf die Reihe zu kriegen. Und dann können wir sehr, sehr gut und schön an der Qualität schrauben. Ja, das musst du verstehen. Also das Ziel einer Webseite ist zuallererst mal, Besucher in Interessenten zu verwandeln. Und das schaffst du in der Hauptsache eben mit Objekten. Und natürlich auch einer modernen, einer Seite, das sind alles so Seitennutzen jetzt, ja. Aber der Zweck einer Webseite ist nicht ausschließlich, deine Brand oder zu verkaufen, dass du eine tolle Visitenkarte hast. Das ist ein Seitennutzen, das nimmst du sozusagen mit, ja. Und das ist auch schon das Wesentliche, um das es geht. Weitere coole Videos wirst du hier auf meinem Kanal finden, auch zum Thema Webseite. Ja, da gibt es verschiedene Sachen und auch die auch noch kommen werden. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen hoch und vor allen Dingen lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne, folge uns natürlich auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn und wo auch sonst noch. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ciao.